Die nachfolgende Sendung wurde durch Spenden ermöglicht. Ist deine Persönlichkeit verletzt? Ist deine Seele zerbrochen? Hast du irgendwo einen Schicksalsschlag bekommen und das bedrückt dich? Du bist nicht ein Opfer deines Lebens, sondern du bist ein Gestalter deines Lebens. Lasst uns beginnen mit dem ersten Thema. Heilung, Heilung der Seele. Vergangenheit, Ade. Du sagst vielleicht, genau das brauche ich. Auf das habe ich mich gefreut, dass endlich mal ich was darüber erfahre. Ich möchte zu Beginn auch klarstellen, es ist eine Gesamtheit der Heilung von Geist, Seele und Leib. Das hängt zusammen und das werden wir auch öfters mal wieder erwähnen. Geist, Seele und Leib. Wenn man von Heilung spricht, dann meint man Husten, Herzklopfen oder Krebs oder sonst irgendwas. Das ist der Leib. Es gibt die Seele und es gibt auch noch den Geist. Und das wirkt alles zusammen. Aber lasst uns zu diesem Thema kommen. Beeinflussen negative Erlebnisse aus deiner Vergangenheit dein Leben heute? Du sagst vielleicht, genau das ist es. Bist du in der Vergangenheit missbraucht worden? Vielleicht sexuell oder auch anders? Hast du traumhafte Erlebnisse? Belasten dich persönliche Erlebnisse, die du nicht aus deinem Kopf heraus bekommst? Ist deine Persönlichkeit verletzt? Ist deine Seele zerbrochen? So viele haben ihr Vertrauen verloren. Und wisst ihr, was Vertrauen verloren eigentlich heißt? Vertrauen ist Glaube an die Wahrheit. Du glaubst nicht mehr, dass das die Wahrheit ist, dass dir geholfen wird, weil du schon jahrzehntelang richtig im Dreck hängst und richtig zerbrochen bist. Ich sage dir, in Johannes 8, Vers 32 steht, ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Und da ist ein großer Schlüssel drin. Die Wahrheit zu erkennen und die Wahrheit wird dich frei machen. Die Wahrheit wird dich frei machen. Was ist die Wahrheit? In der Politik finden wir nicht mehr viel Wahrheit. In den Magazinen, in den Medien finden wir nicht mehr viel die Wahrheit und nicht oft die Wahrheit. Und so oft sind wir enttäuscht, weil wir irgendwie etwas meinen, eine Schlagzeile, wow, und dann forscht man nach, dann sagt man, ach ja, war mal wieder eine Schlagzeile. Nein, die Wahrheit ist ganz wichtig. Wer ist die Wahrheit? Denn die Wahrheit wird uns befreien. Und das lesen wir in Johannes 14, Vers 5. Jesus antwortete, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Also, da können wir jetzt eine ganze Predigt drüber machen, aber hier steht, Jesus ist die Wahrheit. Er ist die Wahrheit und die Wahrheit wird dich frei machen. Und ich sage dir, bringe wirklich das Kaputte von dir, bring es ans Licht und werde frei. So viele, die schon lange so viele Scherben haben
und sie nicht irgendwo ans Licht bringen. Die sind nur beschäftigt, sie irgendwo zu verbergen und etwas zu überbrücken. Aber du sollst frei werden. Es fällt dir schwer, Beziehungen einzugehen, weil dein Innerstes so zerbrochen ist und du, wie du eine Beziehung eingehst, klemmt es irgendwo. Deine Vergangenheit holt dich immer wieder ein und du unterdrückst sie. Du möchtest die Täter deines Missbrauchs oder wo dich zerbrochen haben, du möchtest die Täter bestrafen. Du überlegst dir dauernd, wie du sie bestrafen willst oder kannst, statt die Lösung anzunehmen, ihnen zu vergeben. Da kommen wir aber nachher gleich drauf. Gott will heilen, was zerstört ist. Und das ist das Wunderbare. Er will heilen, was zerstört ist. Und ich habe euch heute hier ein bisschen Beispielmaterial mitgebracht. Und ja, du bist vielleicht der Scherbenexperte deiner Vergangenheit. Und hier steht drauf, mein Leben. Und das hast du so schön verpackt und hast du das so schön in eine Kiste. Ja, die Kiste mag viele unterschiedliche Formen haben. Du hast das so richtig schön verpackt, dass keiner sieht, wie dein Leben wirklich aussieht. Aber was da drin ist, sind lauter Scherben. Und ich möchte sie jetzt mal ausschütten und das ist ein Gefäß, das lauter Scherben zerbrochen ist. Es seht hier, wie oft das bekommt man auch das so schwer auf. Und ich rate dir heute, schütte all deine Scherben aus vor dem lebendigen Gott. Schütte die Scherben aus vor dem lebendigen Gott. Und ich möchte es jetzt mal hier ausschütten. Kommen gar nicht alle raus. Du sagst, genau so sieht mein Leben aus. Total kaputt und manche große Stücke, manche kleine Stücke, total kaputt. Und ich sage dir, es ist ganz, ganz wichtig, wenn du Veränderung in deinem Scherbenhaufen möchtest, musst du die Scherben ans Licht bringen. Solange du sie versteckst und unterdrückst, was dir riesen Kraft kostet, kannst du nicht viel bewegen, wird sich auch nicht viel bewegen. Du tust das alles wieder rein und schaust, dass die Fassade richtig gut aussieht. Schau, das ist mein Leben, richtig goldig. Es ist mein Leben und dabei sind so viele Scherben drin. Und es tut dir weh. Es tut dir weh, wenn sich andere freuen können. Es tut dir weh, wenn andere so richtig Gott erleben. Es tut dir weh, wenn andere ein normales Leben führen können. Aber du hast immer noch einen Scherbenhaufen von Missbrauch oder was auch immer geschehen ist. Und ich sage dir, bringe deine Scherben ans Licht. Und es ist wichtig, dass du es ans Licht bringst. So mancher sagt, ja, Daniel, Gebetsanliegen, bete mal für mich, dass mein ganzer Scherbenhaufen weggeht. Können wir gerne tun, wir beten gerne. Gott ist groß, Gott tut so vieles, aber er möchte nicht, dass dein Scherbenhaufen zugedeckt wird oder irgendwo im Versteck ist, dass du eine schöne Fassade hast. Wisst ihr, es gibt nichts Schlimmeres wie Christen mit Fassade. Wo eine Fassade da ist und hinten dran ganz anderer Mensch. Nein, bring's ans Licht. Es ist wichtig, dass du es vor Gott ausschüttest. Und es ist auch wichtig, dass du, wenn du es ausgeschüttet hast, mit Gott aufgeräumt hast, nicht mehr die Kiste aufmachst und sagst, so, das war jetzt eine schöne Zeit, ich pack's jetzt wieder ein. Eine ganz tolle Sache habe ich erfahren. Dr. Leaf, die Gehirnwissenschaftlerin, hat ein ganz gutes Beispiel gebraucht und das möchte ich euch jetzt zeigen.
Ihr seht hier ein komplett tolles Gefäß, jetzt nicht ja, vom Baumarkt wahrscheinlich, also ein ganz normales Gefäß, ist aber perfekt, hat keinen Schaden. Und das Gefäß ist eigentlich, das sagen wir immer, Herr, mach wieder aus meinem Scherbenhaufen sowas, mach's wieder ganz. Aber wir wollen doch nicht so ganz sein, dass man sagt, von der Sorte gibt es 100.000 Stück, einen ganzen Lastzug voll blaue Blumentöpfe gibt es. Nein, ihr Lieben, es gibt in Japan, und das hat nichts mit asiatischer Heilkunst zu tun, aber in Japan gibt es eine Methode, da heißt es, wenn etwas zu Bruch geht, wird es mit Gold repariert. Und das hat mich schier zu Tränen gerührt. Kannst du dir vorstellen, dass dein Gott deine ganzen Verletzungen repariert und dort, wo es wehgetan hat, ist pures Gold. Und du bist da nicht so einer von 100.000 gleichen Gefäßen, wo es heißt, okay, der ist auch so und der ist auch so. Nein, ich habe noch eine andere Farbe und unsere Tochter, die Deborah, hat mir das gemacht. Sie ist ja Künstlerin. Und hier in Rot und eine andere Form. Das ist wirklich wunderbar. Gott möchte aus deinem Scherbenhaufen, er möchte aus deinem Scherbenhaufen ein Unikat machen, das richtig wertvoll ist. Aber dazu musst du deine ganzen Scherben ans Licht bringen und nicht irgendwo verborgen halten. Bring deine Scherben ans Licht und dann gibt es solche wunderbaren Dinge. Und ich sag dir, das ist so wunderbar. Gib deine Scherben deinem liebenden Gott. Er macht aus dir ein wertvolles Unikat. Frage ist, willst du überhaupt frei werden? Willst du überhaupt geheilt werden oder willst du überhaupt repariert werden? Soll dein Gefäß doch ganz werden? Du sagst vielleicht, so ein Quatsch, was ist denn das für eine Frage? Oh ja, es gibt genügend, die uns schon ins Gesicht gesagt haben, nein, ich will jetzt nicht geheilt werden, wegen meiner Rente, sonst bekomme ich weniger Rente. Ja, sonst bekomme ich kein Mitleid mehr und so weiter und so fort. Ich sag dir, willst du wirklich geheilt werden? Und wenn jetzt ein inneres Ja ist, ja, ich möchte so ein kostbares Gefäß werden, so ein kostbares Gefäß, dass ich wieder heil. Im Englischen heißt es whole, das heißt ganz, nicht nur heil, sondern ganz, überhaupt ganz werde. Ich habe eine Aussage gefunden und die ist von Seth Adam Smith. Du kannst die Dunkelheit nicht besiegen, indem du vor ihr wegrennst. Noch kannst du deine Dämonen besiegen, indem du sie vor der Welt versteckst. Um die Dunkelheit zu besiegen, musst du sie ans Licht bringen. Und ich sag dir, bring deine Dunkelheit, bring sie ans Licht. Das ist ganz, ganz wichtig. Begib dich aus der Sicherheitszone deines Versteckens. Manche haben so einen Rückzug, einen innerlichen Rückzug. Die können zwar gegenwärtig sein, aber sind so in sich zurückgezogen, ja, nicht irgendwas preisgeben von den vielen Scherben, die ich in mir habe. Ich sage dir, bring die Scherben ans Licht. Und wenn dir das noch niemand gesagt hat, fange heute an, deine Scherben ans Licht zu bringen und Jesus zu geben, zum Aufzuräumen, um etwas Ganzes zu machen. Signale der Verletzung sind Angst, Schuldgefühle, Scham, Depression. Das sind Signale von Zerbrochenheit. Und ich sage dir, verlasse diese Identität. Manche gehen hausieren.
Ach, ich bin so verletzt worden in meiner Jugend. Ich bin so missbraucht worden. Ich bin sexuell missbraucht worden. Furchtbar, furchtbar, furchtbar. Aber gib diese Identität ab. Dass du nicht mehr der Missbrauchte bist, sondern das Kind des lebendigen Gottes, wo er dein Missbrauch in ein wunderbares Gefäß gemacht hat. Und ich sag dir, dann, wenn du da geheilt bist, dann geh nicht mehr hausieren mit deinem Missbrauch, sondern zeige das Schöne an dir, was Jesus aus dir gemacht hat. Zeige das Schöne an dir. Ja, es ist wichtig, ihr Lieben, dass wir das in Angriff nehmen. In Angriff nehmen, dass wir es verarbeiten und neu gestalten. Du bist nicht ein Opfer deines Lebens, sondern du bist ein Gestalter deines Lebens. Gestalte dein Leben. Jesus sagt auch nicht, ach zerbrochen, du hast es verdient, du bist Ehensünder, endlich hast du es begriffen. Nein, nein, nein. Er möchte, dass du dein Leben gestaltest. Es kann man drehen, wie man will, überall schön. Er möchte, dass du dein Leben gestaltest. Hab Mut, deine Situation zuzugeben. Du musst nicht mit hausieren, aber gib sie zu. Leg sie vor Gott auf den Tisch und lass sie von Gott zusammensetzen, dein Gefäß zusammensetzen, dass die Scherben nicht mehr Scherben sind, sondern dass du dich als wunderbarer Mensch füllst. Kämpfe und verhandle nicht. Hab Mut, die Situation anzupacken. Nicht, ach ja, heute ist das Thema dran, nachher beten wir und alles wird gut und fertig. Nein, solche Sachen von der Vergangenheit, die musst du bewusst nehmen, bewusst wirklich vor Gott zu bringen, vor Gott bringen, und er wartet schon darauf. Und du, das ist aber auch ein Stück Kampf. Es kämpft in dir. Na, jetzt 30 Jahre habe ich so gelebt und habe mich schon so daran gewöhnt. Das, der Rest des Lebens bekomme ich auch noch rum. Nein, sei bereit, die unterdrückte Vergangenheit ans Licht zu bringen. Das Unterdrückte ans Licht zu bringen. Und du sagst, wie mache ich das? Ich habe nicht so Scherben, wo ich jetzt irgendwo rausräume. Ja, ich sag dir, ein Punkt. Es gibt viele und wir können den ganzen Tag mitfüllen, aber ein paar wesentliche. Vergebe. Vergebe deinem Täter. Vergebe dem, der dir Leid zugefügt hat, der dir Schmerzen, der dich missbraucht hat. Vergebe dem Täter. Und ich weiß von unseren Gebetszeiten mit Menschen, das ist ziemlich das Schwerste, was ein Christ machen muss, kann, darf, dem Täter zu vergeben. Aber ich sage dir, vergib dem Täter, vergib auch dir selbst. Vergib dir auch selbst, dass du das Ganze immer wieder wiederkäust und wiederkäust und wiederkäust. Vergib auch dir die Anklage, die du immer wieder Gott hinlegst. Gott, warum muss ich das aushalten? Gott, warum? Und Gott, warum? Vergib auch dir deine Bitterkeit über dem Täter, dein Vernageltsein, deine Bitterkeit unter Umständen das üble Wünschen, üble Wünsche für deinen Täter von der Vergangenheit. Und ich sag dir, vergib auch deine eigenen Schuld wegen dem Umgang. Es heißt im Vater unser, und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Vergib uns unsere Schuld, wie wir vergeben unseren Schuldigern. Das heißt, wenn wir vergeben, wird uns auch vergeben. Vergib uns unsere Schuld, wie wir. Nicht, weil der jetzt nichts mehr Böses tut, nicht, weil der Reue zeigt, nicht, weil der besser geworden ist. Nein,
vergib deinen Tätern, deinen Menschen oder was es auch ist, was dich misshandelt hat, wo dich zu Scherben zusammengeschlagen hat. Vergib den Menschen und du wirst frei. Verdrängung funktioniert nur für eine kleine Zeit, aber dann ist es wie ein Vulkan, der explodiert. Du sagst, genau das ist bei mir. Ich hab's immer mal wieder im Griff und sag, Herr, hilf mir, das Ganze immer im Griff zu behalten. Und dann auf einmal explodiere ich und fange zu weinen an. Und die ganze Story von früher steht mir wieder da, als wäre sie gestern gewesen. Ich sage dir, verdränge nicht, sondern bring's ans Licht. Bring's ans Licht. Und das ist eine ganz, ganz wichtige Sache. In Jesaja 61, Vers 1 steht, Jesus ist gekommen, um zu verbinden, die zerbrochenen Herzen sind, Freiheit auszurufen, den Gefangenen und Öffnung des Kerkers, den Gebundenen. Ja, es ist möglich, frei zu sein. Es ist möglich, frei zu werden. Entferne die Ketten, die dich an die Vergangenheit binden. Das Gefängnis ist offen. Geh raus. Geh aus dem Gefängnis heraus. Aus dem Gefängnis, das dich schon Jahrzehnte festhält. Es gilt nicht, das Negative der Vergangenheit zu vergessen. Du sagst, das kann ich nie vergessen. Glaube ich dir. Aber es ist ganz wichtig, dass die Kraft nicht mehr drin ist. Dass die Vergangenheit dich nicht mehr im Griff hat. Es ist dann ein Erlebnis, das du noch weißt, aber es drückt dich nicht mehr nieder. Es drückt dich nicht mehr nieder. Du weißt noch genau, das waren einzelne Scherben. Aber du sagst, guck mal, was Gott daraus gemacht hat, ist viel besser, als es früher war, als es sogar war, bevor ich zerschlagen wurde, bevor ich missbraucht wurde. Gott hat was Wunderbares aus mir gemacht. Dann ist es nur noch eine Geschichte, aber nichts mehr, was dich so richtig im Griff hat. Ich sag dir, triff eine Entscheidung. Triff eine Entscheidung und feiere wirklich das Beginnen. Das Beginnen. Ja, ich lege es auf den Tisch. Und ich sag dir, triff diese feste Entscheidung. Triff diese feste Entscheidung. Und weiter noch ein paar Tipps. Bekenne, dass deine Emotionen, deine Gedanken, deine Traumata und die vergangenen Erfahrungen nicht deine Identität ist. Bekenne es. Wie bekenne ich? Indem ich proklamiere vor Gott, sage, mein Gott, meine Scherben sind nicht meine Identität. Mein Missbrauch ist nicht meine Identität. Weiterer Tipp, akzeptiere, dass ein Schmerz auszuhalten ist während diesem Prozess, den du durchstehen musst. Es ist oftmals, wenn so eine große Sache angepackt wird, ist es nicht irgendwo, ja, ich bete oder die beten für mich und gut ist, sondern es ist ein Prozess, wo der Feind kämpft, dich nicht loszulassen. Er möchte, dass du in deinen Scherben versauerst und umkommst. Und das ist ein Prozess. Und wenn du sagst, das möchte ich nicht, ich möchte raus, ist das ein Kampf zwischen Licht und Finsternis. Und das sage ich dir, gib nicht auf, entscheide dich heute. Ich pack's an, aber sei nicht überrascht, wenn es ein Kampf ist. Wenn vielleicht deine Freunde zu dir sagen, ach ja, da gibt es keinen Weg mehr raus. Da kannst du dieses anwenden und jenes und wir bedauern dich und so weiter. Nein, pack es an, wenn du möchtest, rauszugehen. Aber entscheide dich auch gleich, diesen Weg wirklich bis zum Sieg durchzustehen. Und ein weiterer Tipp, begreife, dass dieser Prozess schmerzt, aber nicht dauerhaft für dich da ist. Begreife, dass dieser Prozess schmerzt, aber nicht dauerhaft. Wenn der Sieg da ist, ist auch der Schmerz vorbei.
So gibt es mal, ja, früher waren die Scherben und jetzt ist der Schmerz. Nein, es gibt einen Kampf durchzukämpfen, bis die Freiheit da ist. Und wenn die Freiheit da ist, ist auch der Schmerz rum. Aber der Feind lässt dich nicht gerne los. Wenn du dich dafür entscheidest, wisse, dass sich dein Unterbewusstsein verändert, wenn du vorwärts gehst, wenn du das möchtest, obwohl du das noch gar nicht verspürst. Ich sag dir, komm heraus aus deinem Gefängnis. Und wenn du hier diese Scherben siehst, nochmal, diese Scherben, ich wünsche dir von Herzen, dass dein Leben so schön wird. So schön für jeden anzuschauen, ob er Christ ist oder in der Welt, wo es heißt, wow, siehst du schön aus. Und da meine ich nicht nur die Kleider oder dein Gesicht, sondern wirklich die Ausstrahlung. Und so ein Gefäß stellt man in der Wohnung an einen Platz, wo alle es sehen. Und Gott möchte dich so verändern, dass du in deiner Firma, dass du in deinem Altersheim, dass du in deiner Schule ein Gefäß wirst, wo alle sagen, wenn die da ist, ist irgendwie alles anders. Wenn der da ist, ist wie wenn mehr Licht hineinkommt. Gott möchte was ganz Spezielles, Wunderbares aus deinem Leben machen. Amen. Hol dir unser Magazin nach Hause. Natürlich kostenlos. Das und noch vieles mehr findest du auf missionswerk.de. Wir freuen uns auf dich.